Ja, willkommen zurück zu Let's Play Darksiders. Gleich hier voll mittendrin in der Action. Dazu muss ich gleich erstmal so ein bisschen was sagen. Ich hatte ja zuletzt Tiamat erledigt. Das habt ihr alle hoffentlich gesehen inzwischen. Wenn nicht, dann brav zurück und nachschauen. Und jetzt hatte ich immer so ein bisschen Probleme. Ich wollte schon weiter aufnehmen. Ihr seht auch, hier waren wir eigentlich zusammen noch gar nicht. Das da vorne ist Samael. Die Sache war die, dass Frapes bei mir sehr rumgesponnen hat, was dafür gesorgt hat, dass ich viele Aufnahmen abbrechen musste. Also ich habe 5 oder 6 Anläufe mit Frapes gehabt. Jetzt bin ich auf DxHobby umgestiegen wieder, habe da heute den ganzen Vormittag schon mit Proben und so weiter der Einstellung verbracht und hoffe jetzt, dass das damit funktioniert. Ich bin hier jetzt schon ein kleines Stück weiter. Gerade ist mir DxHobby auch schon mal abgestürzt. Ich glaube, so ein bisschen die Darksiders-Aufnahme ist so leicht verflucht. Aber beweisen kann ich das natürlich nicht. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es mir jetzt nicht gleich wieder abstürzt. Weil jetzt kommt hier das und das. Und ich gehe in die Chaosgestalt. Und als ich den hier platt gemacht hatte, dachte sich mein PC so, what the fuck, das ist zu viel. Ich verwandle mich jetzt aus dem Grund zurück, weil ja, für die kleinen Gegner brauchen wir diese Gestalt definitiv nicht. Da sind wir inzwischen gut genug, dass wir die mal eben so schnell platt machen. Nur dieser große, habe ich so mal gemerkt, ist ganz fies, weil er zieht sich die Seelen, die wir von anderen Gegnern, wenn wir die töten, freisetzen als Lebenspunkte. Das ist also ein ganz, ganz mieser kleiner Bastard. So, diesmal scheint es aber mir endlich mal die Freude zu geben, dass ich Darksiders weiter aufnehmen kann. Ich hoffe, das bleibt jetzt so. Ich habe dir eigentlich was recht Lustiges verpasst. Bin ich, glaube ich, gefühlte 12-mal runtergefallen, weil ich zu blöd war, hier rüber zu springen. Aber inzwischen klappt das ganz gut. Übung. Alles Übung. Dann kommen hier nochmal zwei so eine schöne kleinen Boobies, die mit uns spielen wollen. Der eine darf aber nicht mehr spielen, der will wieder zu Mama zurück. Und der, der hat so ein bisschen Nasenbluten. Dachte sich, dann geht er nach Hause. Setzen wir hier den Ventilator in Gang. Und ab jetzt weiß ich auch nicht mehr, was vorkommt. Wie ihr seht, bin ich nicht weit gekommen bei meinen Probeaufnahmen. So, ich will jetzt gleich... Da will ich noch nicht runter. Ich glaube da kommt das Bett gegangen. Ja, da kommt auch schon unser Begrüßungskomitee. Also die scheinen jetzt hier so den Platz von Knochenjochen einzunehmen. Dabei habe ich doch extra die Stiftung, ein Herz für Knochenjochen. Eben weil ich nicht wollte, dass die ganzen armen Knochenjochen da ganz alleine in der Ewigkeit verbringen. Na gut, was sollen wir tun? Das Spiel ist so programmiert, entweder wir finden Gegner oder wir finden keine. Da war ein ganz kurzer Aussetzer. Ich beobachte jetzt, das jetzt gerade halt natürlich, wie das mit DxHobby läuft. Ich hoffe, dass das jetzt endlich die Lösung bringt, weil sonst sehe ich langsam für Darksiders echt schwarz. Darksiders schwarz. Ach nö, da kommt noch so einer. Und die prügeln auch noch ziemlich gerne auf einen ein und das mit ziemlicher Kraft. Da seht ihr, er zieht sich die rein. Ich weiß nicht, ob er sich die als Leben wirklich zieht oder ob er sich die nur so zieht. Will ich auch gar nicht so genau wissen. Ich will nur, dass dieser doofe Typi hier mal verschwindet. Los, geh sterben! Wabah. Diesmal war aber ziemlich einfach, muss ich sagen. Da vorne waren noch Seelen, die nehmen wir natürlich mit. Ich finde es gerade schön, wie hier alles so ein bisschen grünlicher wird. So, Seelen getankt. Ich muss demnächst mal wieder Wulgrim aufsuchen und mir ein neues Spielzeug holen. Oh, wie nice. Überschwemmter Pass. Sieht ja richtig geil aus. Ach nö, das ist schon wieder so, ne? Richtig, richtig geil. Ob ich da wohl runterspringen kann? Ich will es nicht unbedingt ausprobieren. Ach, da kommt schon das Begrüßungskomitee.
sagen, ist die beiden erstmal alleine sind, ist das alles, alles im Rahmen. Und zack. Ja, ich habe jetzt was recht Cooles, was ich schon seit ein paar Jahren nicht mehr hatte. Ich habe Herbstferien. Ich mache ja derzeit mein Fachabitur nach. Also Bildung lohnt sich, ne? Bisschen Bescheid. Und habe jetzt tatsächlich seit 5 Jahren das erste Mal wieder Ferien. Habe das jetzt auch gestern ausgenutzt, dass ich mitten in der Woche mal unterwegs war. Und mich dann eleganterweise auch gleich mal ausgesperrt habe, weil nur mein Mitbewohner den Hofschlüssel hat und der war auch feiern und kam viel später zurück als ich und ich stand vor verschlossener Pforte. Fand ich nicht so witzig. Ja, und jetzt habe ich mir gedacht, wenn ich schon Herbstferien habe, dann werde ich auch mal schauen, dass ich noch eine Möglichkeit... Was zur Hölle? Ich glaube, hier kommen wir jetzt noch nicht weiter. Ich glaube, hier kommen wir später irgendwann mal weiter. Oh, ist das eine Vulgrim-Position? Oder was ist das? Ja, das ist eine Vulgrim-Position. Sehr nice. Ich will mit dir quatschen. Oh, Nutzungsbonus. Generiert auf natürliche Weise der Zeit Zorn. Schneller aufgeladene Angriffe mit Kreuzklinge, Dreißen und Fallen, Zorn zählen, würde ich mir das Gegner zu Gegner abhalten. Erstmal Artefakt verkaufen. Der alte Vulgrim hat etwas Neues für dich. Kaufen wir hier mal den. Das. Das hört sich auch noch ganz gut an. Du verhandelst äußerst geschickt, mein Freund. So, und jetzt natürlich hier mal richtig schön einkaufen. Du verhandelst äußerst geschickt, mein Freund. Ich hab zwar keine linke Umschalttaste plus S und... Okay, linke Umschalttaste S. Das probieren wir gleich mal aus. Linke Umschalttaste S. Nice. Probieren wir natürlich auch gleich mal bei Gegnern raus. Ich will jetzt mal versuchen, so nach und nach wirklich auf Skills zurückzugreifen und nicht nur das pure Gemetzel hier zu veranstalten. Was kommt da? Oh, was bist du denn? Das ist mal ein neuer Gegnertyp. Da sind wir mal ein bisschen vorsichtig. Scheint aber jetzt nicht so gravierendes zu sein. Also gut, ich habe mich jetzt natürlich auch nicht von ihm treffen lassen. Ja, ist eine ganz nette Attacke. Ich weiß nicht, wie viel Schaden die jetzt wirklich macht. Also die können wir auch noch weiter hochpushen. Also wer es vielleicht vergessen hat, was wir jetzt gerade machen sollen, wir sollten diesen dunklen Hammer oder so, schwarzen Hammer oder so suchen. Ich bin mal sehr gespannt, was uns da erwartet. Und danach geht es daran, die Quälerin zu finden. Die bewegt sich wohl irgendwie so in Schlangenfarben hier unter der ganzen Welt. Ach, da vorne ist wieder so ein Steinwächter-Typ. Was bist du? Das weiß ich nicht. Das war aber wahrscheinlich da weiter. Oh, guck mal, da kommt der nächste Spielkamerad. Ihr seid jetzt die Spielkameraden. Die Skelette sind die Knochenjochen und ihr seid die Spielkameraden. Ja, ich hoffe, man merkt es nicht zu sehr. Ich bin leicht erkältet. Ich habe also eine dichte Nase und muss auch von Zeit zu Zeit mal so ein bisschen hüsteln. Ich hoffe, es überwiegend vermeiden zu können. Und natürlich sollen wir hier hinterdurch. Und natürlich habe ich keine Ahnung mehr, wie das mit dem... Ah, okay. So, dann schauen wir mal, was jetzt kommt. Lassen läge es in meiner Macht. Tu für mich, was du für meine Brüder getan hast. Dann werde ich dich nicht mehr aufhalten. Es muss eine andere Möglichkeit geben. Der Fluch muss gebrochen werden. Dann kannst du hindurch. Ah, jetzt dürfen wir wieder in dieses Schattenreich da... wechseln. Finde heraus, wo diese Schattenwesen sich verstecken und töte sie alle. Es kann nicht so schwer sein, sie zu finden. Ja,
Nicht wundern, ich mach mal einmal kurz. Ach nee, kann ich ja gar nicht mehr. Hahaha. Ich habe normalerweise immer so schön meine Tastatur als Eingang für mein Mikrofon und so weiter benutzt. Und habe dadurch, wenn ich mir die Nase putzen musste oder sowas, konnte ich einfach das Mikrofon stumm schalten. Das kann ich jetzt aber gerade nicht mehr, weil die Xtory erkennt meine Tastatur eigentlich nicht. Das bedeutet, dass ich jetzt damit leben muss, dass meine Nase gerade ziemlich dicht ist. Weil ich will euch das Geschneuze jetzt auch nicht unbedingt antun. Sondern wir wollen jetzt erstmal die erste Arena betreten. Zack! Mal sehen, was uns diesmal für Aufgaben erwarten. Dürften wieder 4 Stück sein. So. Das ist eins der 4 Vieh hier, die wir töten sollen. Und diesmal, um das Tor freizuschalten, kommt Gegenangriff, drücken Sie linke Taste, um Angriff von Gegnern abzublocken. Linke Alt-Taste. Okay. Starten Sie einen Gegenangriff, indem Sie blocken, kurz bevor Sie getroffen werden. Das resultiert in einem schnellen, starken Angriff. Töten Sie 5 Pfeile in den und nutzen Sie dafür nur das Abblocken, so wie Geschoss gegen Angriffe. Werden sehen. Ach du Scheiße. Okay. Zählt der jetzt? Nein, der zählt nicht. Ich hätte noch einen Angriff abwehren müssen. Also komm her, greif mich an. Greif mich nochmal an. Kommt tot. Nummer 1. Jetzt kommen gleich 2 auf mich zu, war klar. Na komm. Gut. Aber so lernen wir auch gleich wieder was Neues dazu. Das kannten wir ja vorher noch nicht. Und wir erwischen die immer wieder gleich mit. Die Arena ist, denke ich mal, recht einfach jetzt, wo ich weiß, wo ich ungefähr den Moment weiß, den ich abpassen muss. Und wir kriegen eine Menge Seelen. Die Arena war ja übertrieben einfach. Ich wusste schon immer, dass es in dir steckt. Den hätte ich. Ach ja, genau. Einfach kaputt schlagen. Jetzt holen wir uns den Zorn. Mit dem Zorn muss ich auch nochmal gucken, wie das genau funktioniert hat. Ich werde das zunächst, denke ich mal, einfach mal ein bisschen im Internet lesen. Ich habe halt immer so das Problem, ich würde gerne im Internet mal lesen, wie so einiges funktioniert. Gerade weil ich die Steuerung dann teilweise nicht mehr so ganz im Kopf habe. Aber ich habe Angst, mir zu spoilern, weil ich will euch das Ganze ja blind servieren. Weil das dann natürlich für euch auch viel spaßiger ist, zu sehen, wie ich dann vollkommen versage. Da oben ist eins. Und hinschwimmen. Einfach schwimmen. Nur ist jetzt die Frage, wie komme ich denn da hoch? Auftauchen? Auftauchen? Ah, okay. Das war erschreckend einfach. Und das nächste Portal. Ich werde jetzt die Herbstferien aber auch gut nutzen. Ich habe mir vorgenommen, Darksiders in den Ferien komplett fertig aufzunehmen. Das heißt für mich jetzt Aufnahmemarathon. Glücklicherweise ist meine